Ja, wir befinden uns jetzt hier in dem Cockpit der Boeing 737-800, Delta Alpha Bravo Kilo Whisky. Wir prüfen nun hier, ob die ganze Navigationsausrüstung dem Standard entspricht, so wie wir es bei Air Berlin gewohnt sind. Ja, speziell bei dieser Abnahme, auch bei Air Berlin-Flugzeugen, ist zu betrachten, dass wir unseren Flug komplett in elektronischer Form gestalten. Dadurch hilft uns ein sogenanntes Electronic Flight Bag Class 1 Version, welches bei uns hier an Bord dieser Flugzeuge entsprechend Gewicht spart. Somit sind wir ökonomischer im Umgang mit dem Flug. First Aid Kit ist vorhanden und gesealt. Ja. Das Defi ist vorhanden und gesealt. Ja. Oxygen Mask. Ja. Und Oxygen Bottle ist vorhanden und gesealt. Dann haben wir die Loop Belts für Kinder, sind auch vorhanden. Ja, wir befinden uns jetzt hier im hinteren Teil dieser Boeing 737-800 und haben die Abnahme dort auch positiv vollzogen. Recht schön zu sehen und recht schön herauszuheben ist immer wieder das neue Sky Interior Design, welches doch einen hellen und offenen Einblick in das Flugzeug gibt. Das ist der neue Motor, eine CFM 56-7BE Motor. Alleine der Motor an diesem Flugzeug spart bis zu 1,2% Kraftstoff als auch Emissionen zum vorhergehenden. Ja, spezielle Modifikationen hier an dem Flugzeug neben dem Motor sind natürlich, dass man Spaltmaße aufgrund neuer Materialien verkleinern konnte. In diesem Bereich sichtbar diese sogenannten Ski Jumps, welche den Luftstrom glatter über die Außenhaut leiten. Ferner ein kleines Detail ist das Warnlicht, welches aerodynamischer gestaltet wurde zum vorhergehenden Flugzeug. Ja, insgesamt war das heute eine sehr, sehr gute Abnahme von diesem Flugzeug. Ja, speziell mit den angesprochenen Modifikationen hier an diesem Flugzeug erhebt es die Fuel-Effizienz um Einsparungen von bis zu 2800 Tonnen Kraftstoff, hochgerechnet auf die Air Berlin-Flotte pro Jahr, als auch bis zu 8900 Tonnen CO2-Einsparungen für die Air Berlin.